Ja, hallo, servus und herzlich willkommen. Wir starten direkt in die 14. Folge von, oh mein Gott, nicht rausgekommen, in die 14. Folge von Saints Row The Third mit Power, fast schlafende Ini. Und jetzt hat sich Bernd das Ding aufgehängt. Und Unterbergflo, der nicht immer wie Unterberg sprechen kann. Nein, nein. Jetzt rede ich wieder normal, weil es geht doch ordentlich auf den Hals. Verstehe hier gar nicht. Wir haben es eilig, Ini möchte bald ins Bett, die ist sehr müde. Ja, aber es ist ja auch schon spät für ein kleines junge Dame. Mädchen. Für ein kleines Mädchen? Ja. Junge Dame. Ja. Okay. Was meine Müdigkeit angeht, fühle ich mich eher wie ein kleines Mädchen. Aber dafür kann ich leider auch nichts. Wie viel Uhr ist denn überhaupt? Bei uns. Ich glaube um 10. Im Jetzt. Wie bitte? Ich glaube um 10 oder nach 10. Jetzt ist um 10. Wo meinst du jetzt? Des Deutschen bist du nicht mehr mächtig. Warum kann ich nicht sagen, jetzt ist es um 10? Ist das um nicht unnötig? Oder ja, gar falsch? Aber was? Auch nicht schlimm jetzt. Ah, ich glaube, das ist schon sehr schlimm. Ja, nur weil du so ein Grammatikfanatiker bist? Bei dem ganzen Scheiß, den ich vor mir gebe, kann ich David diesmal nichts sagen. Ja, das stimmt. Man allerdings muss ja immer dazu sagen, es ist natürlich schon immer nach der Arbeit, nach einem langen Arbeitstag, ist man manchmal ein bisschen müde und dann lebt man viel Scheiß. Aber ich glaube, das macht das Let's Play auch lustiger. Ja, das dass stimmt. Wir nicht richtig Deutsch reden können. Deswegen ist jetzt auch um 10 und nicht 10 Uhr. Ja, okay. Damit kann ich leben. Genau. Das ist aber ein sehr langer Weg hier. Ja, aber jetzt haben wir es gleich. Tö. Oder auch nicht, wenn du uns kaputt fährst. Ah, das Ding föhnt. Oh nein. Schubididudi. Oh. Wieso tütet. Moment, ich muss ganz kurz eine Sekunde was machen. Was machst du denn jetzt da? Schauen, dass mein Aufnahmeprogramm hier nicht. Töte die Luchadoris. Sich selbst raped? Das erinnert mich schon Guacamelee? Sehr an Guacamelee. es ist quasi, Saints Row ist ein Abklatsch von Guacamelee. Ich glaube, ich muss aussteigen. Und ich habe keine Granaten. Ja, aber ich kann schon wieder nicht schießen aus dem Auto. Warum? Oder hast du dann falsche Taste? Nicht. Na, ich sitze links hinten und drücke. Okay, halt warte, wir steigen aus. Wir machen was zur Deckung, okay? Oh, okay, das ist wurscht. Jawohl, dann geht's los. Wer braucht schon Deckung? Molotow-Cocktail könntest du nehmen. Ich muss jetzt erstmal eine Waffe auswählen, dann können wir weitersprechen. Brennt. Ihr Spackis. Macht das ein Molotow-Cocktail überhaupt irgendwas aus? Sehr schlimm. Sag mal, these I don't know. Sitzt du auf dem Riesen? Ist der Molotow-Cocktail ungefähr die blödste Waffe bisher? Was sitze ich? Ah, ich habe gefragt, ob du auf dem riesen Muskelprotz sitzt, weil der da so blöd rumsteht. Ich hab den nicht mal gesehen. Aber gut, dass ihr den schon mal... Ich war das. Ich. Sehr gut. I like. Likey like. Weg mit dem Kopf. Wo was ist denn das? Ist das der Unterboden, die Unterbodenbeleuchtung von dem Auto, das nicht mehr da ist? Ich weiß nicht. Siehst du das bei mir? Ich schieß gerade noch auf jemanden. Warte. Cool. Nice of you to show up. Mein Auto hätte so eine pinke Unterbodenbeleuchtung. Wo geht's jetzt lang? Granaten. Hier müssen wir lang. Finde die Angel. Wir müssen eine Angel finden. Angel. Achso. Na gut. Da ist ja schon die Angel. Wrestler. You're not one of Lorenz Brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. Oh, oh. Aber Dieter. But they are. Dieter? Aber Dieter sind's schon. Oh ja. Ja, Dieter. Oh, oh, Eni. Dieter. Oh, oh. In der Tür war. Oh, oh. Ist er unbesiegbar? Ist er denn keine Energieanzeige? Wer weil kümmert sich um den Großen? Wir haben den Kleinen. Ja, unser anderer Großer. Ach so. Die stehen jetzt in einem. Ah, jetzt kämpfen sie. Ach so. Vater!
Weil er hat ja die sind da geklont von ihm, ne? Mm. Ist das blöd. Man, kann man dem jetzt kann gar nicht es ihm aber nicht verübeln. Er hat doch gesagt, sie haben meine Muskeln, aber nicht mein Hirn. Der rammt aber ganz schön zusammen, um das auf Bayerisch zu sagen. Kannst du. Ja. Was kann ich? Ich kann alles, wenn du willst. Ich kann alles sein, was du willst. Was muss ich tun? Schei, mein Retterbub. Wie? Meine oh, da ist einer oben, Inni. Was? Da ist einer oben. Wo denn? Am, da, wo ach, ich stehe. Ach, da, andere Richtung. Du musst in den Kopf. Ja, wirklich, dann geht's aber schneller. Ich weiß, ja. Warum? Oh, der kommt runter. Y! Ja. Jawohl, Inni. Spring auf. Ich pack mal die Minigun. Tu mir mit deiner Minigun. Oh ja. It's Minigun, you heavy fan. Oh, scheiße. It's Minigun. Wo sind denn die jetzt? Putzifahren. Oh, lauter Dicke, Inni. Oh nein. Du musst es machen. Das war natürlich dumm von mir. Wo bist denn du? An der Boden. Sehr gut. Ach, danke. Oh, lauf, Inni. Aber danke. Ich brenne. Braucht die Minigun. Wo ist denn die jetzt hin? Ist die jetzt weg? Nee. Bin gleich tot. Was? Oh, das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Bist du auch tot? Nein. Brauchst du mich? Ja. Aber gleich bin ich tot, wenn ich da jetzt nochmal einmal reinlaufe. Ja. Warum bist du denn eigentlich auch so nah da dort gestanden? Nur mal. Weil der so schnell kam und dann. Liebe? Nein. Gar nicht. Nicht? Nein. Oh. Bisschen du bist aber mehr, auch garstig. Bisschen mehr aufpassen. Oh, Entschuldigung, bin gleich ins Mikro gestoßen. Ich glaube, ich bin. Ja, schäm dich nur. Würde ich jetzt auch an deiner Stelle. Ich schäme mich doch gar nicht. Alles gut. Aber du solltest dich schämen. Den brauchst du nicht beschießen. Ich weiß das schon. Das brauchst du gar nicht. Entschuldigung. Kann ja nicht jeder so toll sein. Wie die heilige Edi. Ja, das wäre ja noch schöner. Ich sag's dir, da geht man schon wieder das Messer in der Hose ab. Dir braucht gar nichts aufgehen. Außer ein Licht. Achso, da. Gottes Willen. Es ist ja ein Luigi. Pidgey! El Hombre Bar. Was? Der steht da oben. Ich hab nur geschaut, ob der am Balkon schon da ist. Okay. Ist er nicht. Das war jetzt so ziemlich gar nichts getroffen. Jetzt hat kommt er auf dem Dach. Da kommen noch mehrere. Wir sollten uns nicht nur auf einen konzentrieren. Kannst ja, jetzt kommt erstmal der eine. Nee, das der. Von den Großen kommt nur der erstmal. Komm, geht's schon. Ja, fällt jetzt nicht runter, oder wie? Was war sie? Schieß doch ein bisschen. War sie doch schon runtergefallen, der Depp. Ah ja, gut. Fuck, fuck, fuck. Sind die anderen jetzt schon da? Ja. Kannst du dich bitte. Ich, ja, nicht ganz mehr gefährlich gerade bei mir. Warum? Weil er jetzt hat. Alle, ich muss halt Energie aufladen müssen. Ich wurde verprügelt. Fuck it. Muss weglaufen. Schleich dich halt von mir. Au ja. Oh, das ging gut. Schieß unbedingt auf den Tank hinten. On the Tank? Ja. Der bewegt sich so schnell. Da. Hast du gesehen? Ja. Cool. Find's nicht. Wer schießt denn auf mich da oben? Das ist doch jetzt wurscht. Das ist alles nicht gut. Wurscht. Alles gut, Inni. Das ist nie wurscht. Bierwurscht. Mm, feinste Bierwurscht. Aus dem Zillertal. Nicht Bier. Was? Mm, Scheidenweg. Ach Gott. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Lorenz's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel.
The barbarians are at the gate. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything. Before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys, they'll have things for you to do. It's our time now. Der ist aber ganz schön gemein. Unterberg? 8000. Oh, der Bonus. Sehr gut. Respekt. Domizil, Angel. Angels Wohnung ist nun ein Domizil der Saints. Hier kannst du auf dein Waffenlager und deine Kleidung zugreifen. Kinseys Unterschlupf ist nun ein Domizil der Saints. Hier kannst du auf dein Waffenlager und deine Kleidung zugreifen. Oh, Penetrator, den kennen wir ja noch aus dem High-Five-Studio. Den Penetrator kannst du im Waffenlager deines Domizils ausrüsten. Nein. Oh ja. Simos Bude ist nun bla 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 Waffenlager Kleidung zugreifen. Ja, Grutze, fix. Gips in deiner Bande haben. Gips. Mach hier. Gips. Vorsicht, ich mach wieder was mit dem Kabel, falls man das hören sollte. Ich muss auch kurz... Jetzt muss ich kurz gehen. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, Geld kann man schon wieder abholen. Ich nicht, habe vorher schon abgeholt. Achso. Ja, jetzt da mal langsam schon. Gut verdienen. Was gibt's denn für interessante Sachen? Ich glaube, beidhändige Pistolen fände ich ziemlich geil. Das habe ich ja schon lang. Also das mal auf jeden Fall. Was gab's da jetzt noch was? Nee, gab's nicht. Gesundheit, das ist mal erstmal Wurst momentan noch. Ich überlege jetzt bloß gerade. Kampf, Munition. Also ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt mich mal erstmal auf meine Handfeuerwaffe konzentrieren. Boni, muss ich noch schauen. Boni, Respekt auf den Ach, 5% Bonus auf den gesamten verdienten Respekt kann man auch kaufen, Ini. Wo geht das? Bei Boni? Bei den Verbesserungen, ja. Muss man schauen, 5%. Das würde ich mir schon kaufen. So, da ich noch ein paar Minuten habe bei der Folge, würde ich fast sagen, hier kann man seine Bandenmitglieder noch verbessern. Ich glaube, ich laufe noch schnell zum Waffenladen, dort wo sie Waffen haben. Trojanische Nutten heißt ein Auftrag, so muss das. Und zwar... glaube ich, bessere ich mir noch meine Pistolen jetzt endlich auf. Jetzt habe ich eh schon zwei Knarren gleichzeitig. Dann könnte ich mir auch... Gibt es hier keinen Waffenladen? Ist das vielleicht einer? Ich schau mal hin. Ini! Ja, bitte? Ich sag dir gleich, ich laufe jetzt dahin. Und ich habe jetzt keine Zeit zum Hallofonieren. Du schaust so blöd aus. Sag mal. Mit deiner Waffe. Dann lass ich sie eben fallen. So, also ich schaue schnell zu dem Waffenladen. Wo ist denn der Helikopter hin? Ich hab ja keinen Helikopter! Juhu! Wie geht der Fallschirm auf? Y steht dann riesig da. Stelle ein Base-Jumping-Ziel ein. Bin ja noch nicht gesprungen. Hilf mir mal. Bald. Oh Gott, wo bist du? Da stand Y, stelle ein Base-Jumping-Ziel ein. Wo bist denn du hingesprungen? Ja, aber ich weiß doch nicht, wo. Du bist schon lustig. Wieso hast du jetzt, was ist überleben? Hast du was aktiviert? Nein, ich bin runtergefallen. Versuche möglichst viele Wellen an Feinden. Ich habe doch gar nicht, ich lebe doch gar nicht mehr. Schnell lauf, ihn. Ja, ich laufe doch schon. Jetzt habe ich keine, Dingsi. 4. Schaffe ich nicht. 3. Nein. Das schaffe ich nicht. Nee, weil auch auf mich geschossen wird. Bye, bye, liebe Ini. Warum sind hier so viele Gegner? Da stand da, ich soll das aktivieren, aber irgendwas aktiviert wurde und ich weiß nicht was. Ja, weil du das gemacht hast. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie, ich bin ja tot seit... Ja, ich weiß aber nicht, warum du das gemacht hast und ich stirb auch gleich, weil hier ungefähr alle auf mich schießen. Du bist erledigt. Musst du einen kleinen Teil deines Bargelds abgeben, um das Spiel im Krankenhaus fortzusetzen? Das ist ja fies. Ich wollte doch nur Gutes tun. Warum hast du das nur getan? Ich? Alle schießen auf mich. Das ist ja... Dann kaufe ich schnell das Ding noch. Ich kaufe mein Krankenhaus. Und ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich möchte gerne ein Auto. Hallo, halt. Danke. So, und wenn ich jetzt das Krankenhaus gekauft habe, dann müsst ihr doch hier auch zum Waffenladen kommen. Was geht denn ab mit euch allen eigentlich? Ist bei dir alles fit? Ja, noch.
Bist du da unten? Ja, da im Krankenhaus. Ich frage mich nicht, wo das ist. Ich sehe deinen Balken. Ich komm mal. Du kommst? Ja, ich verfolge zumindest mal deinen Balken. Ja, ich gebe es zu dem Friendly Fire schnell. Wie viel kostet das? 5000. Jetzt schau erstmal, wie viel meine Waffe kostet. Und holen wir nochmal Bargeld. Das kann ich nämlich brauchen. So, jetzt schauen wir mal, was der zu bieten hat. Und zwar Waffen kaufen und verbessern. Haha. Ach, schade. Unfall. Ein bisschen. Scheiße, ihr braucht 4000 noch. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe einen kleinen Unfall gebaut. Ah ja. Haben wir schon wieder Ärger? Ja. Ich muss zu Friendly Fire hineinlaufen. Ich komme mit. Jetzt ist alles gut. So, und wie kommt jetzt ihr auf die Schnelle an 4000 Dollar? Hast du keine 4000 Dollar? Na. Warum nicht? Also ich habe 16.000, ich bräuchte noch 3000 irgendwas. Achso. Oh, wie kommen jetzt da auf die Schnelle, an die Schnelle? Auf die, ja Gott sei Dank, ich kann halt nicht mehr reden. Auf der Schnelle? Auf der Schnelle rauf. Gibt es hier irgendwie Sachen, die ich noch machen könnte? Ich komme gleich, ich schaue aber schon, ob es da irgendeine Aktivität gibt, die mir Geld bringen würde. Gell? Ja. Ich glaube, da fahre ich hin, das dauert lang. Oh, auch ein schönes Auto. Oh, oh, der ist... Ich glaube, den will ich. Du kannst doch nicht mit schnellen Autos umgehen. Bitte hör auf. Ich weiß. Aber ich muss da schnell hin. Und dann ist hier noch eine Aufgabe, die will ich schon anschauen. Wieso ist jetzt mein GPS nicht aktiviert? Warte, warte. Ich komme gelaufen. Achso, ich muss bloß schnell zum Haus. Ich bin gleich wieder da. Nein. Bist du mit rein? Ja. Geil. Sehr gut. Cooles Auto, gell? Ja, ich nenne es die rote Kanone. Von Danone. Mach's halt nicht kaputt. War überhaupt nichts kaputt. Wo ist denn... Ich möchte eigentlich bloß hier... Es muss doch eine Garage sein, oder? Hat der Unterschlupf keine Garage? Nee, der hat doch bestimmt eine Garage. Garage! Wo ist denn eine Garage, Ini? Ich sehe keine, sonst würde ich dir schon sagen. Dann fahren wir da schnell entlang. Da. Da passt das Auto schnell sperren. Drücke, um dieses Fahrzeug in deine Garage unterzubringen. Jawohl. Bye, bye. Gut, Raycard. Du bist vielleicht ein... Mistvieh. Das hast du gesagt. Ja. Was, wo laufst du denn jetzt hin? Ich kauf's Krankenhaus. Ja gut. Dann machen wir jetzt so schnell diese komische Flammenmission da. Amokfahrt nennt sich die. Das hört sich doch schon mal so an, als würde ich Geld verdienen können, oder? Ja. Und dann... Bleibst du da? Kann ich wieder nicht mitfahren. Geht nix? Du bist schon lustig. Party! Warum holst du dir so scheiß Sachen, wo ich nicht mitfahren kann? Das war das letzte Mal auch schon so. Oh, da ist jemand böse. Ja, da war aber ich auch schon böse. Aber ich kann ja nichts dafür, ich hab's nur gut gemeint. Die Folge hat bestimmt noch keiner gesehen. Da war ich sehr grantig. Ich weiß nicht, was ist es? Man sei gespannt. Oh, damit ja. Leute und Autos um Bonuszeit zu erhalten, während du zum Ziel fährst, wo du Bargeld und Respekt verdienst. Gabeln und Respekt. Also wie? Okay, also indem ich hier Menschen töte. Okay. Achso, da fährst eh du. Achso, und wo bist du? Hinten drauf. Also ist das okay für dich? Ja, ja. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, wer hier lenkt. Jetzt kümmert's haben, so muss das. Kaputt machen, da bin ich gut. Da zerreißt alles. Bum, tschicke, bum. Und gefällt dir dein Leben als Beifahrer? Ja. Kann man auch mal machen, gell? Sehr, ich glaube, wenn man noch müde ist. Ha? Sehr explosiv. Warum zerreißt jetzt eigentlich alles? Weil du das anfahren sollst. Und das ist aus Sinn und Zweck der Sache. Oder nicht? Ja, aber weil es jetzt vor mir auch Sachen zerrissen hat, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Irgendwas sprengt es da noch. Merkst du das nebenbei? Ja.
Aber. Da wehren wir uns nicht, gell? Nein. Konzentrier dich lieber. Ich war doch wie ein Einser. Ein Einserle ist aber nicht. Was? Nein. Ein Einser, das ist was anderes. Ach. Ist doch gut. Schabe ist dann gleich da. Und? Ach, geht's. Ernsthaft. Ernsthaft. Wie viel fehlt mir jetzt? Irgendwie musst du noch drücken, glaube ich. So, jetzt Moment. 1400 Öcken. Was willst du denn machen, dass das was so viel kostet? Ich wollte mir die letzte Verbesserung für meine Pistolen kaufen. Das würde ich machen. Aua. Neuer Auftrag verfügbar. Den noch nicht nehmen. Da kannst du darauf. Ja. Na, also. Aua. Was? Wo bist du denn jetzt hin? Abgefallen. Warum? Abgefallen. Warum? Ja, das Genki-Ding machen wir nicht, das dauert zu lang. Ich hol dich. Oh, ich hol dich nicht. Bleib halt einfach stehen, ich komme ja eh schon. Ich schau dabei, wo wir. Gibt's hier keinen Gang auf? Da machen wir den Gang-Dings noch, da kriegen wir auch Geld. Das ist das Schnellste, die Bandenkontrolle. Die killen wir einfach schnell, oder? Komm, Ini! Bum, tschicke, bum! Schmeiß mich bitte in den Obi. Das kriegen wir schon. Da müssen wir bloß vorsichtig fahren. Genau meins. Oh Gott! Ist das nicht toll? Nein. Was? Nein? Ich habe Angst. Solltest du auch. Und wir müssen uns demnächst mal wieder neue Kleidung kaufen. Ja, das stimmt. Sehr gerne. Da sind sie ja schon. Ich hätte gerne auch gewusst, ob es in runter. Unter... Ja, entspann dich. Ich habe gerade gesprochen, unterbrich mich nicht ja, immer. Ja, Verzeihung. Also ja. Komm. Unmöglich. Schäm dich. Es tut mir sehr leid. Also komm. Ja. Ob es in den Tattoo-Läden auch unterschiedliche Tattoos gibt. Also auch so das, da seid ihr wieder gefragt. Ihr wissen, das Zuschauer wollte ich gerade sagen. Du darfst mich verstehen. Achso, Entschuldigung. Lassen. Ich dachte, du hast mich gefragt. Nein. Ach, wer fragt schon? Das war an die Leute da draußen, die uns zuhören können, weil du mal so unverschämt bist und mich unterbrichst. Genau. Ob ihr mir sagen könnt, ob es auch unterschiedliche Tattoos, Gottes Willen. Was passiert da? Da kommen irgendwelche Granaten. Gibt in den unterschiedlichen Läden. So wie es in den unterschiedlichen Klamottenläden auch unterschiedliche Klamotten gibt. Das hätte ich gerne gewusst. Wäre super, wenn ihr das drunter schreibt und der Flo das dann liest für mich. Oder du halt, gell? Ich glaube schon, ich bin. Ich darf es dann am Vorlesen. Quasi. Ja, natürlich. Okay, schon klar. So wie sich das gehört. Ich, Bist du eigentlich noch da? Wäre ich? Ja. Ich bin noch da, ja. Ich bin neben dir. Ach so. Ich hätte bloß gern Geld. Ich hätte einfach gern Geld. Es kann doch jetzt nicht sein, dass wegen $400 die Folge ungefähr schon 25 Minuten dauert. Ich weiß auch gar nicht, warum das gerade jetzt so wichtig ist, dass du das machst. Ihnen ist es so wichtig für mich. Das weißt du auch. Dann wäre die Folge nämlich schon lang aus. Oh, Ini, schau mal. Ich muss mich gerade konzentrieren auf die Bögen. Oh je. Ach so, die sind ja so toll, die Granaten. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, weg von den Bösen. Oh, ist das geil. Oh. Ich spieß mir ins Hemd. So, wir... Kann doch echt nicht sein, ne? Stirb. Wer, ich? Nein, der. Du bist so böse. Dann bahnen wir uns doch einfach jetzt erstmal unseren Weg zum nächsten Waffenshop und bis dahin wird schon irgendwo... Warum, was hat der? Ist der unbesiegbar? Ja, dann komm ins Auto. Wo bist du? Hier. Im Auto? Ja, das bin ich. Lass den. Flo. Ah, oh. In Ruhe. Was ist jetzt passiert? Das sind die Granaten, die krassen. Wo ist denn der Typ, der das schießt? Kannst du jetzt mal einsteigen? Wenn du mal sagst, wo der ist. Moment. Weiß ich nicht. Da, ich hab ihn schon. Jetzt geh her.
Danke erstmal. Jetzt brennt das Auto. Oh. Danke. Ich gehe einfach allein. Was? Nein? Doch. Ich versuche dir den Rücken frei zu halten. Das Auto ist explodiert mit mir drin. Wo bist du? Ja, weggelaufen jetzt. Ach, jetzt läufst du weg. Ja, natürlich laufe ich jetzt weg. Selber schuld. Kannst jetzt hier einsteigen. Steig. Wieso ist da so ein Dicker? Steigst du ein? Ja, ich komme. Ich fahre ohne dich. Wo bist du? Hier im Auto. Juhu. Fahr zu, Ini. Fahr irgendwo hin, wo wir Liebe bekommen. Warte, ich gebe dir schnell die Daten. Okay? Ja. Gehört da irgendwas uns? Ja, fahr mal ins Domizil. Hier, neue Daten. Wo? Links. Fahr geradeaus, das müsste da gehen. Und jetzt da gleich links. Weiter, jawohl. Jetzt hier links. Genau, und da müssen wir rein. Steig aus, weil das sind die krassen Dinger, die explodieren. Ja, ich komme nicht weg. Unterberg! Was ist denn los jetzt? Ich komme dir nicht helfen. Ich komme nicht raus. Wo bist du denn? Ich klemm zwischen fünf Wänden. Ich kann mich auch nicht bewegen. Doch, oh ja, jetzt halt. Mit einem Wahnsinnsflickflack, den ich, falls ich dran denke, nochmal in Zeitlupe zeige. Kommst du rein? Ich bin schon drin. Okay, dann müssen wir weiter rein. Bist du sicher, dass es uns gehört? Ja, schau. Jetzt denken die sich vor der Tür, was hatten wir nur? Ist doch alles in Ordnung. Schau ihn an. Du musst mal schauen, bei uns in der Eingangshalle stehen ein paar Leute drum. Die wissen nicht so ganz, was los war. Die sind jetzt verwirrt. So, das heißt aber, wir können jetzt schnell zum Waffenladen laufen und mir endlich das Ding besuchen. Ja, hast du jetzt genügend Geld oder was? Ja, natürlich. Ich glaube, ein schönes Auto. Das kannst du in die Garage fahren, wenn du willst. Dabei. Ja, ich muss dabei halt noch keins nehmen. Ich muss erst überlegen. Kann ich den klauen? Nein, den wollte nämlich. Ich musste überlegen, welchen ich nehme. Nicht, dass die verschwinden dann. Ja, ich nehme den. Du kannst den anderen nehmen. Ich brauche den nicht. Oh, dann nehme ich ihn doch. Ist der gut? Was weiß ich? Wo geht's denn da in die Garage? Nein. Oh, wo ist er? Da lang, mir lang? Was? Mir nach, mir lang. Ah, ist das Fape No More? Sehr geil. Der wollte in mein Auto einsteigen. Spinnt der? Hä? Bin jetzt schon wieder falsch gefahren? Nee, doch nicht. Moment, noch nicht reinfahren. Ah, okay, jetzt kannst du rein. Großer Gott. Wolltest du mich gerade enthaupten? Ja, manchmal mache ich das. He's normal. So, dann kann ich jetzt da rein. Hurra. Gibt schon neues Bargeld für mich? Nein, schade. Bald ist es soweit, Unterberg. Oh Gott im Himmel. Den habe ich schon. Ach, das ist ja mein Auto. Waffen kaufen und aufbessern. Explodierende Kugeln schockieren deine Feinde. Bam. Dann kaufen wir noch schnell Munition. Was hast denn du jetzt da eigentlich aufgebessert? Die Waffe, meine zwei Pistolen. Warum kann ich meine eigentlich nicht aufbessern? Doch, kannst du Waffen kaufen und verbessern. Oder kannst du es aufbessern. Jetzt bräuchte ich eigentlich bloß schnell einen Feind, damit ich es ausprobieren kann. Das würde auch eine... Ich will doch der reichen. Probier's mal im Auto noch. Oh ja. Oh gut. Sehr gut. Nein, Herr Polizist, alles ist gut. Sie haben nichts gesehen. Wenn du es hast, kommst du damit raus. Was lachst du? Weil du so dödel bist, ja. So. Was hast du aufbessert? Nix, weil mir ungefähr 200 Dollar gefehlt haben. Ansonsten hätte ich jetzt... Aber so eins habe ich doch, oder? Schalt... Ja, Dämpfer. Wieso schießt der in den Kopf? Das habe ich doch... Raycaster habe ich schon... So, also. Wo sind die Bullen? Schau, Achtung, ich schieße mal im Körper, ja? Okay, das hat nichts gebracht. Okay. Ja.
Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Ja, was wäre das? Was heißt das? Das sind explodierende Kugeln. Schau mal das Auto an. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das so viel aushält. Ah, Vorführeffekt. Dein Name ist Tyler. Was hast du dadurch für einen Vorteil? Na, dass Förder Schaden macht, und also wegen explodierenden Kugeln. Und das hast du bei deinen ersten Pistolen jetzt gemacht, oder wie? Genau. Und das kannst du aber für jede Waffe. Weil ich habe mir schon mal eine andere Pistole gekauft. Du kannst ja mit der Arma und du kannst es auch mit der Shotgun machen. Jede Waffe kannst du aufbessern, soweit ich das verstanden habe. Oder zumindest die meisten Feuerwaffen, soweit ich das... Kann man schon aufbessern, aber ich glaube, das ist immer ein Unterschied, weil ich... Ja, ja, sag ja, jede kannst du aufbessern. Genau. Und ich glaube, die vierte Stufe ist immer, nicht immer was anders, aber zumindest bei den zwei Pistolen war es auch wieder was anders. Ich glaube, du hast Panzerbrechende zum Beispiel. Da oben sind übrigens Gummibumspuppen. Da ganz oben. Egal, jetzt reicht's, aber jetzt haben wir eine halbe Stunde gemacht. So lange wollten wir eigentlich gar nicht für die müde Eni. Ja, ja, ich bin das schon gewohnt. Gut, sag gute Nacht. Gute Nacht zusammen. Solltet ihr das auch so spät anschauen, dann schlaft gut. Jawohl. Komm, genau. Wir wollen wir uns noch zusammenfinden für ein Gruppenbild. Finden, dann finde mich doch. Hier. Ja. So, Eni. Ich hab dir doch schon mal, so, schon mal gesagt, dass man Frauen nicht schlägt. So, Muskelvieh. Also, wir wünschen euch einen schönen Abend. Sagen wir mal tschüss. Tschüss. Kannst du das Digi-Kreuz nach rechts drücken? Ich weiß schon. Ah, du zeigst noch mal Finger auf mich. Sehr gut. Okay, dann schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentare, Kritik, Lob und sexy Bilder von David Hasselhoff, wie immer, unten in die Beschreibung. Und bis bald, ne? Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss.